Hallo und willkommen zum Pokalspiel Dassau SC gegen FC Neofisch. In Dassau natürlich die Heimmannschaft. Und es geht schon wieder los. Die dritte Saison steht bevor sie beginnt. Für beide Mannschaften mit diesem Spiel. Das erste Pflichtspiel und da will man natürlich zeigen, was man kann, was man braucht, was man möchte. Und da sehen wir die Aufstellung von Dassau. 4-4-2. Prinz Blackmore im Sturm. Rahmhorst im Tor. Und noch viele andere bekannte Namen. Das ist die Aufstellung. Neofisches 4-2-1-3. Und ja. Natürlich viel passiert in der Zeit zwischen der letzten Saison und dieser Saison. Also wird interessant sein, wer dieses Spiel gewinnt. Das auch natürlich jetzt am Anfang im Ballbesitz. Ein Wurf. Jetzt Neofisch, Tomasch verliert den Ball. Blackmore, oh, das kann gefährlich werden. Wurz, aber nicht. Bräuning ist zur Stelle für den FC Neofisch. Und der gibt den Ball weit nach vorne. Das war hatte wieder Prinz. Prinz, der ist außen, der kann rein. Flanken tut er aber nicht. Jetzt Neofisch. Pass. Ah. Da war die Verteidigung zur Stelle gut gedeckt. Da kann wirklich jetzt durchkommen. Jetzt aber, da bilden sich Möglichkeiten. Jesus Winter kommt da gar nicht mehr wirklich mit. Jetzt das so. Schneider zu Prinzen, der ist durch. Keine Flagge oben, Bräuning ist aber da. Jetzt Magnussen, der gibt zu Winter, der gibt zu Berzens. Also sehr, sehr offensive Spielweise von Dassau momentan. Neofisch noch ein bisschen zurückhaltend. Jetzt der Pass. Da ist Prinz, der flankt rein. Aber es ergibt sich keine wirkliche Chance auf den Schuss auf der Peres zu Schneider. Wieder Peres. Der Ball ging ins Aus. War kein guter Pass. Und jetzt gibt es wieder einen Torabschluss von Bräuning. Er hatte den Ball ziemlich oft schon berührt. Und jetzt vielleicht schon wieder Prinz. Ja, dann macht's auf Nummer sicher. Weiß, dass er da von zwei Verteidigern gedeckt wird. Und das war gefährlich. Rixdecker war da bereit für den Kopfball. Aber Bräuning stand goldrichtig. Und jetzt vielleicht mal ein Angriff vom FC Neofisch. Der nicht kurz vor dem Strafraum abgewürgt wird. Marsch, Tamme. Ja, der Ball geht durch, erreicht aber nicht einen Stürmer im Strafraum. Dassau, Prinz, der macht seine Arbeit da ziemlich gut, stellt sich da oft und gerne frei. Da ist er schon wieder frei, auch wieder nicht im Abseits. Er sieht, der macht das gut. Er sieht, wie weit er sich freilaufen kann und zur gleichen Zeit muss man aber auch sagen, dass die Verteidigung da von FC Neofisch mal besser auf Prinz achten sollte, weil das hat er jetzt schon öfters gemacht und da wird damit auch nicht aufhören. Blackmore! Er konnte keinen Schuss ansetzen.
FC Neofisch jetzt schnell mit dem Konter? Oder nicht? Harris zu Prinz. Oh, Rick Sacker! Rick Sacker. Guter Versuch. Prinz gibt da rein. Der Ball wird direkt in die Mitte abgegeben. Ah, da stand der eigene Spieler im Weg. Eigene Mitspieler. Das ist natürlich blöd. Torabstoß für den FC Neofisch. Aber der Ball landet direkt bei den Füßen von Bassau. Prinz sieht da Schneider frei wie ein Vogel. Aber jetzt ist Neo am Ball. Jesus verliert den Ball. Ja, die Neofisch oft zwar am Ball, aber die verlieren auch gerne den Ball ziemlich schnell. Prinz ist durch. Wird aber gestoppt. War kein Foul, sagte Schiri, also hat nicht gepfiffen. Schneider. Oder ist Blackmore, der verpennt aber so ein bisschen. Und der Ball geht ins Aus. Topstoß. Will gar nicht wissen, wie oft jetzt schon Bräuning den Ball von seinem Tor weggeschossen hat. Zu oft für meinen Geschmack. Ich glaube auch zu oft für den Geschmack von FC Neofisch. So, Thomas, könnte das jetzt die Möglichkeit sein? Oh, das war nicht schlecht. Rabenhorst musste da zum ersten Mal sich bewegen in dem Spiel. Und da gab es eine Aktion. Das hat man noch am Rand gesehen, deswegen die Pfiffe. Da war der Ball nicht involviert, aber der Schiri sagt, Vorteil. Ja, er sagt gar nichts. Zumindest gab es jetzt wieder mal einen Versuch von FC Neofisch. Die drehen langsam auf. Schon wieder musste Ramhorst nichts machen. Und die Flanke rein. Der Kopfball daneben. Nicht schlecht. Ramos, da ist da ziemlich lässig. Man sieht Schüsse aufs Tor. Jo. 4, das Sau 1. Und könnte da jetzt der fünfte kommen? Schneider. Der stand gut, aber verliert den Ball. Konnte nicht wirklich dran setzen. Da endet die erste Hälfte. Torlos, momentan 0-0. Wobei Dassau definitiv am stärksten wirkte. Aber diese Stärke, die bringt nichts, wenn man keine Tore schießt. Neo braucht ja nur einen Moment, wo alles perfekt läuft. Dann ist es egal, ob das so 89 Minuten lang die stärkere Mannschaft war. Diese eine Minute, die war Leo, und genau in dieser Minute, wenn sie da treffen, dann ist es egal, ob in 89 Minuten Borges kommt jetzt für Berzens rein, in den 89 Minuten da kein Tor machen konnten, aber die stärkere Mannschaft sind halt die Tore. Wieder gerade ein Kopfballversuch, auch wieder neben das Tor. Ramhorst zum ersten Mal dieser Halbzeit aktiv. Kann man nach 5 Minuten dieser Halbzeit aktiver als in den letzten Halbzeit in den ersten 5 Minuten. Jesus gibt den Ball rein zu Anderson. Der gibt wieder zu Ende. Zu Jesus. 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 Maria. Was habe ich denn mit Namen heute? Borges. Ja, sieh Jesus. Deutschländer. Der läuft. Der ist frei. Der hat Zeit.
aber der. Das war nicht so wie gehofft. Jetzt ist da so wieder Ball Schneider. Der hat den Ball, der kann laufen. Läuft auch ein bisschen, geht jetzt zu Prinz ab. Der steht ja immer so gut frei. Blackmore stand aber auch ziemlich gut. Ja, aber die Verteidigung war dann doch von ihr ein bisschen zu schnell, um da schnellen Angriff zu machen. Oh. Und sie stellen sich auch gut in den Weg bei Schüssen. Also zumindest etwas. Jetzt Neo. Alter Ball. Kein Risiko gehen, aber Blackmore ist da. Verliert aber den Ball. Aber ein Pfiff und ein Freistoß für Dassau. Hat anscheinend Tabat etwas gemacht, was er nicht machen sollte. Ja, gut. Kaufmann kommt zum Winter rein. Wäre es mit dem Freistoß in die Mauer, danach Schuss gegen den Verteidiger. Noch stets 0-0. Aber Tasch. Einwurf. Ja, also man merkt schon, beide Mannschaften, die haben ziemlich viel gegeben. Der erste Hälfte sind jetzt ein bisschen einen Gang zurückgefahren. Oh, gut gemacht von Bräuning. Ball da in der Luft abzufangen. Ja, man muss ja auch denken, nicht so viel in den 90 Minuten zu geben, weil es kann ja sein, so wie es ja momentan steht, wird es ja die Verlängerung geben. Das sind ja dann noch plus 30 Minuten. Da muss man schon ein bisschen Pokalkraft schon in der arbeiten. Für die 90 Minuten, damit man noch etwas im Tank hat für die 30 Minuten. Aber die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Na, momentan schon. Das sah gut aus für Neo. Aber ein bisschen zu weit nach links gezielt. Und da steht halt leider kein Tor. Ja, etwas mehr als 15 Minuten reguläre Spielzeit. Und in der zweiten Hälfte muss ich echt sagen, ist es schwerer zu sagen, wer da mehr eher die Oberhand hat. Ich würde da dann doch eher Neo sagen. Ich weiß nicht, ob sich da das so schon, würde ich sagen, gut gemacht von Ramos. Würde ich sagen, abgefunden hat mit der Verlängerung, aber definitiv sich definitiv spielt, als wenn sie eine Verlängerung auch im Kopf. Was natürlich am Ende, wenn es in die Verlängerung geht, natürlich massives Plus ist, man hat frische Spieler. Altani kommt für Deutschland rein. Das so kann die Ecke gut verteidigen. Jetzt Neo für Tomasch. Der schießt den Verteidiger an. Er geht ins Aus. Eckball. Roff schießt die. Zu Kaufmann kurz. Aber da steht nicht wirklich jemand, der da noch was machen kann. Prinz nicht in der Lage, so einen Ball rauszufischen. Kann sogar Bräuning so ein bisschen rauslaufen. Und die Minuten, die laufen runter. Nur noch etwas mehr als 5 Minuten. Und die Wahrscheinlichkeit, da jetzt noch eine reinzusetzen, wird natürlich mal geringer. Und umso besser dann, dass das so ein bisschen Energiesparen da momentan spielt. Vielleicht haben sie, kompensieren sie das, was sie da in der ersten Hälfte bis mehr an Energie verbraucht haben. Vielleicht gleicht sich das aus. Für die Neo spielt und so wie das spielt, dass sie dann doch nicht so wirklich einen Vorteil haben. Das kann natürlich auch sein.
gibt jetzt einen Einwurf für Dassau und ein Wechsel. Semaniro kommt rein für Versus. Und mal schauen. Momentan die Wechsel nicht besonders gewinnbringend. Oh. Schuss, Perez läuft da, aber der Ball geht ins Aus. Einwurf für das auch. 2 Minuten Nachspielzeit. Weit rein. Aber da kann nichts gemacht werden. Tomasch, da kann laufen. Da läuft auch Tamme. Und da wird gepfiffen. Verlängerung. Nach einem torlosen, nach torlosen 90 Minuten. Und den Pokal, da brauchen wir einen Sieger. Das heißt. Hey. Und da gibt es die Verlängerung. Hat angefangen, Dassau mit dem Anstoß. Und Perez, der ist gut, der ist frei, wollte ich sagen, aber ohne Ball bringt das nichts. Einwurf für Neo. Und das steht da gut. Kann den Ball an den Kaufmann. Wer immer das gerade war, Thomas. Oh. Neo, die legen jetzt noch einen Gang zu. Die haben ja schon in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr dazugelegt. 30 Minuten. Elfmeterschießen wäre natürlich so eine Sache, in der keine Mannschaft so wirklich reingehen möchte. Von den beiden. Das ist eine Glückssache und doch gerade so im Abseits. War mit bloßem Auge ja gar nicht zu sehen. Aber das hilft natürlich das so jetzt. Freistoß. Ja, aber daraus können sie nicht so viel machen. Magnussen am Ball. Gibt ab zu Borges. Kaufmann. Weiter Ball rein. Aber Einwurf. Glaube ich. Nein, Ecke. Es war sogar noch Ecke. Borges schießt die kurz, Magnussen steht dort, flankt rein, aber knapp vorbei an der Person, zu dem es hingehen sollte. Ich glaube, Semaniro war das sogar, der da gut stand. Kopfschuss von Rabenhorst, jetzt aber auf der anderen Seite verbrochen. Da kriegt wieder den Ball. Müssen schauen, wo man hingehen kann. Aus Einwurf FC Nürnberg. Und die schmeißen den Ball rein. Oh. Und Semaniro. Das ist der Schuss und Trainer. 1-0. Semaniro kurz vor Ende der ersten Hälfte der Verlängerung. Führung für FC Neofisch. Das war natürlich das, was man gebraucht hat. Jetzt ist man in Führung und wenn es so bleibt, gibt es keine Elfmeterschießen. Man entgeht dem Glück mit Können. Aber da hast du halt ja noch Zeit auszugleichen, sogar noch Zeit in Führung zu gehen. Die erste Hälfte vorbei. Und Neofisch führt 1-0 dank Semaniro in der 105. Minute. Jetzt beginnt die zweite Hälfte der Verlängerung. Da steht 0-1 für den FC Neofisch. Und es ist natürlich eine Lage, die vorteilhaft ist für den
FC Neofisch. 15 Minuten muss man versuchen, so wenig Chancen wie möglich von das dort zuzulassen. Prinz stand wieder gut, aber FC Neofisch reagiert schnell. Hechler, weiter Ball, erreicht keinen Spieler. Tomas gibt ab zu Anderson, wer gibt ab zu Simonero, der gibt wieder ab zu Anderson, der gibt ab zu Tomas, der steht da kurz vor dem Strafraum und dem wird den Ball ab, der Ball abgenommen. So, und jetzt Bräuning, was man aber auch hoch anrechnen muss. Der FC Neofisch spielt nicht auf Zeit, die wollen das Ding festmachen. Semaniro steht da, kann er schießen, nein, er gibt ab zu Altani, der flankt aber auch nicht rein, der läuft. Ob das jetzt so besonders gut ist, Kaufmann, Borges, so, oh, hoher Ball ins Aus, Torabstoß für Dassau, da muss jetzt noch schnell was kommen, eine Minute noch. Das muss jetzt der Versuch sein. Schneider wird weggeschossen. Und das ist es. Der FC Neofisch gewinnt 1:0. Dank Semaniro, der in der Verlängerung der 105. Minute das entscheidende Tor macht. Das auch leider draußen. Aber es gibt immer was Positives. Er kann sich jetzt voll und ganz auf die Liga konzentrieren.